Baulink AG hat im Jahr 2016 an der Almenstraße in Kerz eine gefällige Überbauung realisiert. Sie besteht aus 6 Mehrfamilienhäusern mit zentraler Autoeinstellhalle für 80 Fahrzeugen. Hierfür haben wir ein Einstellhallen-Kipptor mit automatischem Torantrieb und Signalanlage geliefert. Von außen wird das Tor mit Handsendern oder Schlüsselschalter betätigt. Das Torbad besteht aus großdimensioniertem geschlossenem Profilstahlrohr. Dadurch ist es sehr stabil, verzugsfrei und hängt im offenen Zustand nicht durch. Man sieht hier, dass die Torbadkante absolut parallel zur Sturzkante verläuft. Die Torblattfüllung besteht aus Streckmetall, damit Luft für die Lüftung durchströmen kann. Im Torblatt eingebaut ist eine Servicetüre, die nach außen öffnet und eine große Schwelle besitzt, damit die Tür mit dem schrägen Boden nicht in Konflikt gerät. In der Schlupftüre gut sichtbar ein Durchgreifschutz, damit Unbefugte von außen die Türe nicht öffnen können. Das Torblatt läuft oben beidseitig je in einer Deckenlaufschiene und läuft ganz nach hinten, so dass es außen nicht vorsteht im offenen Zustand. Das Torblatt ist seitlich über je ein Torlager gelagert. Die Gewichtsausgleichssysteme bestehen aus seitlichen Federpaketen, ausgelegt für hohe Lastwechsel. Rechts vom Tor befindet sich die Steuerung des Antriebes und oben mittig an der Decke der Antriebsmotor mit Frequenzumrichtung und Nothandbedienung. Von innen wird das Tor über den Radarbewegungsmelder betätigt. Es läuft mit einer Laufgeschwindigkeit von 25 cm pro Sekunde. Der Antrieb verfügt über eine automatische Schließung, der dafür sorgt, dass nach Ablauf der Offenhaltezeit das Tor automatisch wieder zufährt, bis es ganz zu ist oder bis es mit der Sicherheitsdruckleiste auf ein Hindernis gerät und dann sofort wieder reversiert.